Unsere erste Aufnahme bei richtig warmen Bedingungen. Was denkst du dazu? Ja, ich bin sehr erfreut, dass ich an der Hauptstraße lebe und das Fenster zumachen musste, dass man das im Hintergrund nicht hört. Ja, ich lebe nicht an der Hauptstraße, aber ringsherum viele Kinder. An meinem Fenster ist auch zu und wir schwitzen uns jetzt mal einige Podcast-Minuten durch. Willkommen zum Pixel-Podcast Nummer 17 mit dem Titel. Das sagt nichts. Braucht es das noch? Gut. Also, nicht braucht es den Titel noch, sondern so heißt der Titel. Wir machen Ja. jetzt nur noch titellose Podcasts. Titelloser Podcast. Also Folge 17, Folge 18. Ja, reicht doch. Genau. Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Was verstehen wir unter braucht es das noch? Was besprechen wir heute? Ja, wir besprechen heute das Thema Videospielmessen. Da läuft ja aktuell gerade die E3 und im August steht dann auch wieder die Gamescom an. Aber beide natürlich in diesem Jahr aufgrund von Corona nur digital. Und das haben wir uns jetzt mal zum Anlass genommen, dass wir das Ganze mal überhaupt analysieren, ob man dann überhaupt noch wirklich richtige Messen braucht. Oder ob es vielleicht nicht sogar ausreichend wäre, wenn man einmal im Jahr oder halt zweimal im Jahr so eine digitale Sache machen würde. Gut, schauen wir mal an oder schauen wir uns das mal an. Und erstellen zum Schluss ein Fazit, denke ich mal. Ja, genau, so sieht es ein bisschen aus. Und bevor wir aber da so richtig ins Thema Videospielmessen reingehen, halt grundlegend mal noch die Erwähnung, dass halt Messen gibt es ja schon seit mehreren hundert Jahren. Und im Grunde genommen sind das ja eigentlich einfach Marketingveranstaltungen. In der Neuzeit hat sich es aber halt ein bisschen entwickelt, dass da dann halt oftmals auch der Endkunde mehr von den Messen hat, weil früher war es ja eigentlich eher so ein Ding für Händler, die dann halt geguckt haben, was hat denn der Hersteller XY im Angebot und was könnten wir davon hier in unserem Tal gebrauchen. Und das hat natürlich im Zuge der Globalisierung schon längst geändert. Und mittlerweile ist halt wirklich mehr oder weniger nur noch Marketing da, dass man halt die eigenen Produkte direkt an den Endverbraucher bringen möchte. Zwar, der Endverbraucher kann sie zwar nicht da kaufen, aber der wird da halt jetzt, also im Fall von Videospielen, bei normalen Messen kann man ja meistens auch das Zeug direkt vor Ort kaufen. Aber jetzt bei Videospielen gesehen ist es natürlich halt. Zielt es halt schon ziemlich stark auf den Kunden, den Endverbraucher und weniger für die Händler, was eigentlich der Ursprungsgedanke einer Messe wäre. Zu dem Zeitpunkt, als die ganzen Messen ja, als das begonnen hat, da war ja das Internet noch nicht sehr verbreitet. Also ich habe mir mal da so ein bisschen die Zahlen rausgeschrieben. Die E3 gibt es seit 1995. Ein Jahr später wurde dann die Tokyo Game Show, die größte Videospielmesse von Asien, ein erstes Mal ausgetragen. Und ich glaube, gerade zu diesem Zeitpunkt, also ich hatte noch kein Internet, du wahrscheinlich auch nicht, oder? Denke nicht, nein. Auf jeden Fall Internet hatte ich dann aber schon, als dann auch die Games Convention in Leipzig das erste Mal stattfand, 2002. Das war ja der Vorgänger der heute bekannten Gamescom, bevor die da 2009 nach Köln umgezogen ist, war das ja die jährliche Messe in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie schon zu Zeiten der Games Convention die größte in Europa war, aber ich glaube, mittlerweile ist es die größte in Europa. Und ja, ich war da selber auch schon mehrfach beruflich, als ich noch in der Videospielbranche gearbeitet habe. Aber darum soll es hier jetzt natürlich nicht gehen, sondern man muss sich halt bewusst sein, dass auch im Jahr 2002, da hat man zwar schon Internet, ich nehme an, du auch, Ja. aber damals hat man noch kein Breitband-Internet. Damals hat man sich da noch über DFÜ-Verbindung
wahrscheinlich ins Netz eingewählt und eine kleinere Gruppe hatte dann vielleicht ISDN, aber ADSL und das ganze Zeug, was danach kam, das war da erst gerade so im Kommen, wenn ich mich da recht zurückerinnere. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber kommt sicher aber dahin. Das war so etwa in der Zeit und da muss man dann halt schon auch berücksichtigen, dass halt bevor es das Breitband-Internet gab, war das ja mehr oder weniger die einzige Präsentierplattform, die den Videospielherstellern geboten wurde, wo dann halt wirklich alle an einem Ort auch zusammenkommen konnten. Weil wenn wir jetzt das mit der heutigen Zeit vergleichen, ich meine, was haben wir da alles? Wir haben YouTube, wir haben Twitch und zahlreiche andere Möglichkeiten mehr. Und wenn ich mich jetzt über ein Spiel informieren möchte, dann kann ich das relativ schnell machen und kann mir da meine Informationen raussuchen. Und auf der anderen Seite natürlich der Hersteller, wenn er das möchte, kann er bei allen möglichen Plattformen Werbungen schalten. Und ich glaube, du kennst das genauso gut wie ich, dass man manchmal mit gewissen Werbungen fast erschlagen wird. Mhm. Dass man auf Produkte aufmerksam gemacht wird, die einen vielleicht nicht mal interessieren, aber weil der, der das unter die Leute bringen will, das für so wichtig hält, gibt es dann einfach mal tonnenweise Seiten, die dann vollgekleistert werden mit dieser Werbung und irgendeine Seite guckt sich dann jeder an, wo dann halt diese Werbung zu sehen ist. Das ist so. Aber trotzdem oder sowohl auch oder wie auch immer, Social Media vernetzt ja auch die Gamer und die Entwickler. Ich meine, der Aufschrei, wenn ein Entwickler etwas falsch macht, ist ja meistens riesig und der Entwickler reagiert dann meistens auch direkt auf das, was die Gamer da über Twitter oder Facebook oder wo auch immer rausposaunen und passen das Spiel dann zum Teil sogar noch an. Hat es ja schon häufiger gegeben. Aber trotz diesem ganzen Vernetztsein gibt es eben auch in diesem Jahr wieder digitale, ich habe es jetzt mal Gruppen-Events genannt, bei dem sich dann halt wirklich alle Hersteller unterm Strich halt wieder unter einem Label treffen. Jetzt ist es aktuell die E3, weil ich weiß zwar nicht, wie das Ganze aufgebaut ist, aber ich denke, die ganzen Streams quasi von der E3, die werden ja wohl kaum alle an den gleichen Ort hingehen, um einfach von da zu streamen. Die werden wahrscheinlich ihre eigenen Studios jeweils aufbauen, oder was denkst du? Ja, ich denke sicher auch, ja. Eben auf der einen Seite kann man schon sagen, es wäre vielleicht auch denkbar, dass halt wirklich irgendwo in Los Angeles halt ein Studio aufgebaut wurde und dann die einzelnen Entwickler halt dort die komplette Infrastruktur nützen können. Ja, das ich meine, sicher, ja. Heutzutage ein Stream machen ist jetzt nicht so eine große Sache. Also nee. Ich denke, da wird schon irgendwo die Besenkammer frei sein, wo man das schnell für die E3 da schnell einen Stream anbieten können. Ja, wie siehst du denn die Sache? Braucht es denn diese Messen noch? Ja und nein. Also ich sag ja, du triffst halt gerade für uns Gamer ist halt lustig, oder sagen wir es mal auch zwischen den Ländern. Sagen wir es gerade so Schweiz, Österreich, Deutschland. Ist halt spannend. Du triffst vielleicht irgendwelche Leute aus Deutschland oder aus Österreich, mit denen du immer wieder zockst. Das ist einfach Treffpunkt. Und das hört man ja auch in Streams sehr häufig. Gerade große Streamer oder ganz große auch nicht. Die haben wieder Probleme, aber so ein bisschen größere. Ja, wir treffen uns auf der Gamescom und. Oder auch sonst in diversen Discord-Servern, bei denen man das liest. Und da finde ich irgendwie, ist es noch spannend, die Leute einfach zu treffen, zu sehen, ja, mal richtig kennenzulernen. Und natürlich auch nur schon das Draußensein, das, sagen wir, das Game live erleben, das Ganze sehen, ja, also irgendwo würde ich sagen, ja, braucht es. Und wiederum, News kann ich mir auch im Internet holen, dann kann ich mir Gamescom, E3, wie auch immer, online anschauen. Aber ich würde schon eher sagen, ja, für mich braucht es das noch. Wie siehst du denn das? Ja, also ich denke auch, jetzt
jetzt vielleicht nicht unbedingt so die digitalen Varianten, wie sie ja jetzt gemacht werden. Ich weiß nicht, ob sowas dann wirklich Sinn macht, wenn auch wieder normale Messen möglich wären. Aber eben, wie du es auch sagst, dass man auch unter Umständen halt Leute treffen kann, weil alle an denselben Ort hinreisen. Und was auch nicht vernachlässigt werden darf, ist natürlich die Tatsache, dass, was ich vorhin angesprochen habe, man wird im Internet vielfach mit Werbung erschlagen, die man eigentlich gar nicht sehen möchte. Hingegen bei einer Messe gehe ich ja dann bewusst dahin, um diese Informationen zu kriegen. Auch wenn das unterm Strich ja eigentlich auch nur Werbung für die Produkte ist, zeige ich mich in diesem Augenblick bereit, dass ich diese Informationen auch haben will. Und dieses Wissen haben natürlich auch dann die Entwickler und packen natürlich, ich meine, diese Pressekonferenzen, die sind ja immer so vollgepackt mit Neuankündigungen. Manchmal gibt es Leaks, die gewisse Sachen schon vorab durchsickern lassen, dass man dann nicht mehr komplett überrascht ist, wenn dann auch diese Pressekonferenzen anlässlich der Videospielmessen stattfinden. Aber da wird ja dann viel neues Zeug gezeigt und es läuft ja in der Regel so ab, zuerst kommen die Pressekonferenzen und danach ist die Messe. Und wer vor Ort ist, kann sich dann auch gleich Sachen für diese Spiele angucken. Und ich denke schon, dass das allgemein für die Branche relativ wichtig ist, dass man halt wirklich gebündelt die ganzen Informationen raushauen kann, dass die, die halt wirklich die Informationen haben wollen, sie sich A, nicht selbst zusammensuchen müssen und B, halt auch die Gefahr weniger groß ist, dass man etwas verpasst. Ja, das stimmt, ja. Und eben, wenn ich jetzt gerade selber so zurückdenke, wenn ich da an der Gamescom war, da gab es für mich, natürlich, ich war auch beruflich dort, hatte einige Termine, da konnte ich nicht einfach mal das angucken, was ich wollte, oder respektive ich konnte schon, hatte aber nicht so viel Zeit dafür, weil ich nur einen Tag jeweils da war. Und wenn man dann noch Termine hat, dann bleibt da nicht mehr viel Zeit übrig. Aber da entdeckt man dann manchmal auch Sachen, von denen man zuvor gar nichts gehört hat, weil man einfach, man läuft durch diese Hallen, sieht halt riesengroß das neue Call of Duty und nebendran ganz klein, so ein ganz kleines Ständchen mit zwei Bildschirmen, während bei Call of Duty irgendwie 200 Leute anstehen und da schon ein Schild steht, ab hier dauert das Anstehen 3 Stunden und es stellt sich trotzdem noch Leute hin, sind diese beiden Bildschirme da komplett leer und da geht niemand hin. Und wenn man dann selbst dahin geht, ist dann manchmal sogar noch eine Person da, die einem das Spiel dann auch gleich erklärt. Mhm. Unter Umständen sogar jemand, der es entwickelt hat. Habe ich alles schon erlebt auf der Gamescom. Und gerade aus solchen Gründen ist es natürlich auch, wenn ich halt wirklich quasi der Entwickler zum Anfassen, also nicht, dass man jetzt den Entwickler da betatschen müsste oder so, aber halt, dass er wirklich, dass das Ganze fühlbar wird. Ja. Und ich mag mich auch erinnern, dass ich beispielsweise das Spiel Dishonored, auf das wurde ich erst an der Gamescom aufmerksam, weil ich aufgrund von einem Termin so einen Schnellpass bekommen habe, dass ich mir das Spiel da vor Ort noch angucken konnte. Und aufgrund der Warteschlange musste man davon ausgehen, okay, andere haben schon sehr viel davon gehört. Und ich habe das dann an der Messe da entdeckt. Und weil ich gerade 20 Minuten da diese Demo durchspielen konnte, hat es mich dann auch schon irgendwie gepackt. Und ich meine, du kennst das noch von früher her mit den Demos. Mhm. Ich meine, früher hat man sich eine Videospielzeitschrift geholt, da lag eine Disc mit dabei und da hat es dann irgendwie 5, 6 Demos drauf. Genau. Und natürlich gibt es auch heutzutage noch Demos in den Stores, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Demo runtergeladen hätte. Doch, ich habe bei der Switch erst gerade so, also erst gerade, vielleicht auch so 4 Monate her oder so, da habe ich mal irgendwas eine Demo runtergeladen. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, von was. Aber sonst, ja, muss ich dir zustimmen, macht man eigentlich nicht mehr. Jetzt, wo du die Switch erwähnst,
fällt mir gerade ein, dass wir das tatsächlich, also es ist auch schon etwa ein halbes Jahr her, aber da habe ich es tatsächlich auch nochmal gemacht. Weil ich habe jetzt gerade vorhin gesagt, ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht, aber ich habe es vor einem halben Jahr, haben wir tatsächlich mal auf der Switch dieses 51 Worldwide Games, das da mit diesen Brettspielen. Mm, genau. Da haben wir zuerst eine Demo runtergeladen, weil wir gucken wollten, wie sich die Spiele, die bei der Demo sind, gab ja, glaube ich, nur irgendwie 4 Spiele, aber immerhin, wie sich das so spielt, ob das überhaupt Spaß macht auf der Switch. Fazit war, ja, es macht Spaß. dann haben wir es dann auch gekauft. Aber da haben wir tatsächlich eine Demo runtergeladen, die uns dann auch bei der Entscheidung geholfen hat. Aber ansonsten ist halt natürlich mit den ganzen Let's Plays und Streams gibt es da natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich ein Bild von den Spielen zu machen, dass man da nicht, gut, vielleicht liegt es auch an meiner langsamen Internetverbindung, dass ich mir da dann halt die Demos nicht runterlade, weil die sind halt meistens dann fast gleich groß wie das Spiel selbst. Mhm. Oftmals. Ja, das also, ist so. Ich glaube, bei dem Worldwide Games, da hat man, glaube ich, wirklich fast das ganze Game runtergeladen. Und waren einfach, die Sachen waren einfach gesperrt, weil als wir dann es gekauft haben, mussten wir sehr, sehr wenig noch dazu runterladen. Also fast schon Shareware. Man kauft sich das komplette Produkt, wenn man es aber komplett nutzen will, muss man dann noch zahlen, genau, nachdem man es runtergeladen hat. Aber man kann es kostenfrei runterladen. So kommt mir das fast da ein bisschen vor bei den heutigen Spielen. Ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen grundlegend das Ganze aufgebrochen, was eigentlich überhaupt Messen sind. Und wir haben uns schon kurz ein bisschen darüber unterhalten, ob wir das überhaupt noch haben wollen oder nicht. Kommen wir vielleicht noch zum letzten Punkt dieser Diskussion. Und wir gucken da mal so ein bisschen auf die einzelnen Bereiche, die halt im Videospielsegment ansässig sind. Für wen sind denn diese Messen überhaupt wichtig? Und da wollen wir vielleicht gleich mal bei denen beginnen, die Spiele machen. Und das sind ja die Entwickler. Und eben wie wir auch schon vielleicht kurz angesprochen haben, man kann sich halt dann wirklich auf so einer Messe gezielt präsentieren. Es ist dann halt wirklich so ein Tag X, auf den alle hinfiebern, auch bei den Entwicklern. Da ist zum Teil dann auch noch so, dass halt, ich meine, es werden ja zum Teil wirklich Demos für solche Events erschaffen. Mhm. Weil ich habe da wirklich einige Demos auch auf der Gamescom gespielt, wo dann halt wirklich überall auch noch Gamescom irgendwie drin stand, im Produkt, also es wurde wirklich reinprogrammiert, weil es halt wirklich nur für diese Messe war, soll wahrscheinlich halt den Eindruck erwecken, dass der Entwickler halt diese Messe sehr, 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 sehr ernst nimmt, würde ich jetzt mal behaupten, weil ansonsten verstehe ich nicht, warum da jetzt überhaupt das dann wirklich reinprogrammiert werden würde, macht eigentlich aus spielseitiger Sicht ja keinen Sinn, weil das ist ja danach nicht im Spiel drin. Aber das sei einmal dingisch, aber auch zum Teil, dass halt dann wirklich Modis, die dann später erst ins Spiel kommen, halt vielleicht als Demo gebracht werden. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an Battlefield 3. Da gab es dann einfach halt irgendwie 64 Rechner, die da halt aufgebaut waren und da konnte man 32 gegen 32 spielen. Und das ist ja auch ein enormer Aufwand, um so etwas da hinzustellen. Mhm. Und zeigt aber dann halt schon, dass halt für die Entwickler sind solche Messen halt schon noch relativ wichtig. Gut, man kann hier jetzt hingehen und sagen, ja, Nintendo hält sich schon seit Jahren von diesen Messen eher fern. Aber wie siehst du das? Hält sich Nintendo eher fern, weil sie sich sagen, ja, die Messen, die sind nicht wichtig für uns? Oder spielt hier vielleicht eher so ein bisschen die Tatsache eine Rolle, dass halt Nintendo richtet sich halt eher an Familien und dann halt die Messen sind dann halt nicht wirklich was für Familien. Hm. Ja, was soll ich jetzt sagen? Hm. Ja, Messen nicht für Familien. Irgendwie ja schon, oder? Und irgendwie halt so eine Riesenmenge an Leute mit Kindern. Auch wieder nein.
Also ich spreche jetzt hier natürlich halt wirklich vor allem über E3 oder Gamescom. Natürlich Ja, gut, die E3 ist ja grundsätzlich sowieso eigentlich nicht fürs breite Publikum geöffnet. Das ist ja eigentlich wirklich eine reine Fachmesse. Genau, ja. Aber ich meine, auch hier wieder meine Gamescom-Erfahrung, es braucht nicht viel, um einen Fachnachweis zu bekommen. Weil beispielsweise ich wurde jetzt nie überprüft, ob ich jetzt wirklich da arbeite, wo ich arbeite. Okay. Ich habe mir selbst mit meiner Kreditkarte das Ticket gekauft, habe da einfach reingeschrieben, ja, ich komme von da, und habe dann mit dem Beleg natürlich dann das Geld vom Betrieb wieder retour erhalten, aber ich habe alles selber quasi aufgegleist, und das kann natürlich jeder. Naja. Und darum ist natürlich dann auch wieder dieses Thema natürlich etwas schwieriger, aber also so das, was ich da erlebt habe, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es wirklich Familien gibt, die also halt wirklich die einen Familienausflug dahin machen, halt jetzt Vater, Mutter und irgendwie halt zwei Kinder, die noch nicht selbst alleine dahin gehen können, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und das meinte ich eigentlich damit, dass halt diese Gruppe ist eher das Ziel von Nintendo. Und Nintendo hat da halt schon relativ früh begonnen, auf die digitale Präsentation zu setzen. Und sie fahren damit ja auch nicht schlechter als die anderen. Also sie sind ja, am Ende ist ja das Produkt das Entscheidende. Und ich denke aber trotzdem, dass da halt wirklich so ein bisschen auch das mit reinspielt, dass halt die digitale Möglichkeit beinahe das Gleiche bieten kann, wie ein Event vor Ort zu bestreiten. Für Nintendo jetzt, halt in diesem einen spezifischen Fall. Ja, was wir natürlich aber auch nicht vergessen dürfen, für wen ja die Messen eigentlich sind. Ich habe es am Anfang gesagt, das waren ja ursprünglich eigentlich mal Veranstaltungen für Händler und nicht für Endverbraucher. Und die Händler spielen hier natürlich auch eine Rolle rein, weil es gibt immer wieder spezielle Deals, die dann natürlich ausgehandelt werden können an einer solchen Messe, weil halt alle arbeiten dahin. Das ist wirklich eine gepushte Werbeveranstaltung. Und für den Händler natürlich auch ganz wichtig, der bekommt auch schon einen Eindruck. Und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass er jetzt selber das Pad in die Hand nehmen muss oder Maus und Tastatur in die Hand nehmen muss und dann da selber mal die Demo spielen muss, um dann entscheiden zu können, ob das ein gutes Spiel ist oder ein schlechtes Spiel, sondern der Händler läuft durch die Hallen und sieht, bei welchem Spiel stehen viele Leute an. Ja. Und das ist halt wirklich so, das ist wirklich so ein Ding, bei dem man sagen kann, das ist doch wirklich etwas, was für den Händler unter Umständen sehr wichtig sein kann. Ja, das sicher, ja. Weil gerade bei den Videospielen vorauszusehen, was wird ein Erfolg und was wird ein Flop, geht ja schon mal nicht. Aber hingegen, was spricht die Leute an und was nicht, das kann man dann eben bei solchen Messen sehen. Das stimmt, ja. Und ich denke da natürlich vor allem halt jetzt nicht an, weil ich war ja auch quasi als Händler auf der Gamescom, war ja aber auch der Gamer und wusste dann natürlich über das meiste schon Bescheid. Für mich zählt dieser Aspekt nicht. Aber wenn ich dann halt gesehen habe, so andere Firmen, die dann auch vor Ort da waren, die haben dann halt zum Teil Leute dahin geschickt, die dann halt wirklich mit dem Gaming an und für sich gar nichts am Hut haben. Und wenn die dann natürlich da vor dem Rainbow Six Stand stehen und sehen, oh, da stehen jetzt schon 3 Stunden die Leute an. Ja, okay, das neue Rainbow Six, das wird erwartet. Oh, aber da daneben, da stehen jetzt nur 10. Ja, okay, dieser Titel, der ist vernachlässigbar. Und ich denke, aus dieser Sicht ist, glaube ich, für Händler ist das schon noch so ein Ding. Nicht nur wegen der Deals, die dann da ausgehandelt werden können. Ja, klar. Das ist sicher.
Und wen wir auch nicht vergessen dürfen, sind natürlich die Journalisten. Ja. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, dass man ja früher die Magazine gekauft hat mit den Demo-Discs. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ein Videospielmagazin gekauft? Keine Ahnung. So, PC-Magazin kann ich dir sagen. Das ist noch nicht so lange her. Weil mal was Interessantes drin war. Aber Videospiel? Nee. Kann ich dir nicht sagen. Ist natürlich auch schwierig. Besuchst du denn regelmäßig Webseiten von Videospielmagazinen? Ja. Also Webseiten, die eigentlich auch ein Magazin rausbringen oder vielleicht sogar auch damit aufgehört haben und das Ganze nur noch digital machen. Ja, unter PC Games zum Beispiel, wenn wir hier Namen nennen wollen. Aber eben, du besuchst solche Seiten regelmäßig oder würdest du jetzt von dir sagen, dass wenn jetzt so eine Messe stattfindet, reizt dich der Besuch doch auch ein bisschen mehr, weil es da mehr News gibt? Ja, klar gibt es mehr News. Also regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe halt gewisse Seiten auch abonniert auf sozialen Netzwerken oder Facebook, Instagram, Twitter. Und wenn irgendwas Interessantes dasteht, dann klicke ich mich auch rein. So zwischendurch erstelle ich ja selbst irgendwelche Blogartikel auf meiner Seite und ja. Von dem her. Aber an die Veranstaltung hingehen ist natürlich immer noch viel, viel besser und informativer. Genau, aber was ich eigentlich mit der Frage aufbauen wollte, ist halt das Thema, dass natürlich auch für die Journalisten selber natürlich so ein Event natürlich enorme Beachtung bringt. Mhm. Also da eben, wir sind vielleicht nicht das Paradebeispiel, weil wir halt relativ tief in der Materie drin sind. Aber andere, die dann halt sich weniger für Games interessieren, aber trotzdem auch regelmäßig spielen, bei denen sieht das Ganze natürlich dann ein bisschen anders aus. Und wenn die natürlich so von einer Messe hören oder halt dann auch die Messe sehen oder ja, was weiß ich noch, was man da noch alles, wie man da noch darauf aufmerksam gemacht wird, bringt das natürlich unter Umständen halt auch denen, die dann halt darüber berichten, halt vermehrte Aufmerksamkeit. Und auch für kleinere, ich nenne es jetzt trotzdem mal Journalisten, weil es gibt ja auch kleinere Plattformen, die über Videospiele berichten. Und auch die bekommen ja dann zum Teil halt wirklich einen Zugang zum Fachtag, vielleicht sogar mal einen Interviewtermin, weil ja da die Entwickler vor Ort genau dafür da sind, dass die dann vielleicht auch mal ein bisschen näher an der Materie dran sind und nicht nur die großen Fische. Mhm. Da müsste ich mich auch mal anmelden, oder wie? Ja, also ich denke schon, dass da eine Option bestehen würde. Weiß natürlich dann halt nicht, inwiefern dann halt wirklich da dann auch Termine zustande kommen können. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil aus dieser Perspektive habe ich das Ganze halt noch nie genutzt, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, weil es ja gerade eine Videospielmesse ist, ich denke so, also die Möglichkeit, da hinzugehen, die ist ja relativ simpel. Wenn du halt eine Webseite hast, du kannst diese Webseite vorweisen und dass du da hin und wieder Gaming-News postest, dann geht das bestimmt klar, dass du da auch einen Fachbesucherausweis bekommen kannst. Inwieweit du da natürlich dann auch Termine vereinbaren kannst, vor Ort wahrscheinlich eher weniger, aber wenn du schon vorab dich quasi darum bemühen würdest, denke ich, wären da bestimmt Optionen da. Auch wenn du dann vielleicht nur 3-4 Fragen stellen kannst, weil die halt ein volles Tagesprogramm haben, aber ja, warum nicht? Ich denke, diese Optionen bestehen halt wirklich bei einer Videospielmesse halt auch für kleinere Fische und nicht nur für die ganz Großen. Die ganz Großen, die machen ja mittlerweile oftmals ja sogar ein eigenes Programm. Mhm. Die haben ja dann da selber sogar einen Stand aufgebaut jeweils. Und
berichten dann halt vor Ort, halt machen auch selber Livestreams und bewegen sich dann auf der Messe und interviewen dann irgendwelche Pappnasen, die dann da rumstehen und gar nicht wissen, was sie da tatsächlich tun, aber sie brüllen mal irgendwas ins Mikro, aber das darf natürlich auch nicht fehlen. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt. Für wen sind die Messen wichtig? Natürlich für die Gamer. Natürlich für die Gamer, die, du hast es schon angesprochen, die sich treffen können, die halt ja auch ein gemeinsames Event ist auch immer toll, egal worum es geht, egal in welchem Bereich. Ich meine, wenn wir jetzt komplett abdriften, warum gibt es in vielen Dörfern von den Jungmannschaften oder von irgendwelchen Vereinen organisierte Anlässe, wie zum Beispiel irgendwie ein Fußballturnier? Warum gibt es sowas? Damit halt alle mal wieder zusammenkommen, damit fast wie ein Dorffest, einfach auf komplett anderer Ebene. Und darum denke ich, gerade deshalb sind die Videospielmessen natürlich auch für Gamer wichtig. Jetzt, man muss natürlich auch sagen, wenn man so sich die Bilder von der Gamescom angesehen hat, so in den letzten paar Jahren, also da muss man schon auch so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, nicht? Warum meinst du? Also wegen Leuten? Also wenn es dann halt so viele Leute da hat und man eigentlich schon weiß, ja okay, wenn ich ein bestimmtes Spiel mir angucken will, dann muss ich fast 2-3 Stunden vor Türöffnung schon da sein, damit überhaupt die Chance besteht, dass ich ohne allzu lange Wartezeiten dieses Spiel mir angucken kann. Also wenn man dann mit dieser Einstellung an eine Videospielmesse geht, da muss man schon ein bisschen Masochist sein, nicht? Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber eben, um da jetzt natürlich die Leute, die vielleicht noch nie an einer Videospielmesse waren, da natürlich auch ein bisschen wieder da nicht gerade, dass man die so in Panik versetzt und denen das ganze Leben lang das mies redet, dass die auf keinen Fall jemals eine Videospielmesse betreten wollen. Sei natürlich auch gesagt, wie gesagt, es gibt viele kleinere Hersteller, die dann auch da Produkte präsentieren, bei denen man dann einfach hinlaufen kann und wo dann nicht hunderte Menschen anstehen. Und ich denke, gerade wenn man an eine Messe geht, ich glaube, wenn man die großen Titel sehen will, dazu muss man nicht auf die Messe. Nein, für die großen sicher nicht. Da bekommst du genügend Werbung angezeigt. Ja, nicht nur die Werbung angezeigt, da wird da mal wieder was ein Gameplay-Trailer gezeigt, ja, ja. Dann wird da wieder was präsentiert und dieses und jenes, was ja dann auch manchmal so einen Hype erzeugt, den das Spiel dann nicht erfüllen kann. Gab es ja schon einige Vertreter, bei denen das Messeprodukt besser aussah als das Spiel, was danach rauskam. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle jetzt noch abschließend sagen, dass wir uns auch darüber freuen, wenn es dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder normale Videospielmessen gibt. Und nicht nur die digitalen. Ich mag die digitalen auch, habe jetzt zwar festgestellt, jetzt wo wir hier das aufnehmen, waren so Vorpressekonferenzen, waren schon, die haben mich jetzt nicht so abgeholt, ich habe die jetzt nicht so direkt verfolgt, aber so im Nachgang das Ganze nochmal angeguckt und dann halt da geskippt, wenn was kam, was mich nicht interessiert hat, habe ich dann trotzdem, also es interessiert mich doch auch in digitaler Form. Also ich finde, eine gesunde Mischung wäre auch nachträglich schön, dass du wirklich auch von zu Hause aus das Ganze verfolgen kannst, aber trotzdem, du hast die Möglichkeit, dahin zu gehen. Dass wirklich das jetzt und das zuvor zusammen verschmolzen wird. Ja, es gab vorhin schon Streams und so, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Da geht es natürlich dann vor allem jetzt eher um die Gamescom, weil die E3, die war ja schon eigentlich immer, dass diese Pressekonferenzen als Streams gehalten haben. Ja. Und ich nehme an, du meinst jetzt hier vor allem halt die Gamescom, genau. Weil von der Gamescom kennt man das eigentlich nicht so her, dass es da wirkliche digitale Events von den Herstellern gab, sondern da war es ja dann viel eher so, dass dann eben Videospielmagazine und Konsorten oder auch Twitch beispielsweise war ja auch selber dann mit einem Stand vor Ort und hat dann von da aus ein Programm zusammengestellt,
bei dem dann die Entwickler direkt bei den einzelnen Magazinen halt vorstellig wurden. Mhm. Wo man dann so Programm hatte, auch eigentlich den ganzen Tag. Also da gab es ja auch en masse. Aber das hat vielleicht auch wirklich auch die Hersteller, auch die Gamescom nochmal nutzen. Und ich meine, wer weiß, das ist vielleicht sogar ein gewisses Konzept künftig, dass man, wenn man hat die E3, ich weiß gar nicht, wann findet die Tokyo Game Show statt? Ich glaube, das ist die letzte der dreien. Die ist, glaube ich, erst irgendwie so im Oktober, habe ich gemeint. Wäre möglich, wüsste ich jetzt nicht. Aber eben, dass dann vielleicht wirklich so ein Produkt, welches im November zum Beispiel auf den Markt kommt, das ist so der beliebteste Monat von Videospiel Entwicklern, ist so Ende Oktober bis Ende November. Mhm. So diese, sag jetzt mal, 5 bis 6 Wochen, so ab Mitte Oktober, manchmal noch so in die erste Dezemberwoche rein, ist so der große Block, in dem gefühlt alles rauskommt. Aber wenn dann vielleicht ein Spiel da rauskommt, dass man wirklich halt irgendwie an der E3 wird es erstmalig gezeigt oder vielleicht auch nur kurz angeteased mit einem ganz kurzen Trailer. An der Gamescom dann sieht man dann schon das erste Level beispielsweise. Und an der Tokyo Game Show wird das Spiel dann richtig präsentiert. Und dann heißt es dann, ja, es kommt in einem Monat raus. Weil das gibt ja dann auch für den Entwickler diese einzelnen Steps Gelegenheit. Natürlich kann man sagen, ja gut, dann ist aber die E3, wird dadurch vielleicht ein bisschen abgewertet. Sehe ich aber dann nicht so, weil da wird das Ganze ja präsentiert. Da sieht man es ja dann zum ersten Mal. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie du das siehst, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass mal in diese Richtung gehen wird. Ja, sicher, ja. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ich denke, wir lassen es jetzt hier mal gut sein mit diesem Talk, schließen das Ganze ab. Mhm. Und zum Punkt der News muss ich jetzt in dieser Folge sagen, dass es eigentlich nichts gibt, was sich wirklich lohnt, darüber zu sprechen, weil halt die ganzen News relativ vollgepackt sind mit diesen ganzen Reveals, die jetzt aufgrund der E3 veröffentlicht wurden, und da was Einzelnes rauspacken ist schwierig. Ja, wir warten die E3 ab und suchen uns das Allerbeste raus. Ja. Ja, gibt es denn irgendein Spiel, worauf du dich freust? Freuen, naja. Ich habe gesehen, jetzt in Bezug auf die Recherche des Podcasts, dass das Spiel Game Builder Garage rauskommt. Aber habe auch gesehen, dass es die US-Version ist. Ich habe noch keine Ahnung, ob das so dann funktioniert. Ist für die Switch. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nein, gar nicht. Du bastelst ja so dein Jump-and-Run-Spiel oder was. So ein bisschen eine Art von Coden. Ziehst halt Verbindungen, da springen, dann machst du das und da das machst du das. Sieht noch witzig aus. Ich habe nur mal einen Trailer gesehen und gedacht, oh ja, das ist cool. Hab's aber wieder vergessen. Und jetzt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich dann gesehen, oh, das kommt ja am 18. raus. Ich weiß nicht, ob ich es kaufe. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit der US-Version, ob da noch eine EU-Version rauskommt oder weiß ich was. Aber so, ja, wäre jetzt so ein Spiel, was ich mir dann vielleicht irgendwann mal anschauen würde. Anschauen werden würde. Heute ist ein Knopf drin, echt. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwas, was du dich freust, was rauskommt? Ja, bei mir ist halt ein bisschen so, dass das Spiel, was ich mir rausgesucht habe, wäre eigentlich angedacht gewesen, wenn diese Folge, die wir jetzt hier machen, halt schon letzte Woche rausgekommen wäre. Ist aber nicht weiter schlimm, so ist es halt das Spiel schon draußen, wenn der Podcast online geht. Und zwar geht es um den neuesten Ableger von Ratchet & Clank. Rift Apart gibt es zwar leider nur für die PS5, und daher ich bisher immer noch keine PS5 habe, bleibt mir hier nichts anderes übrig, als abzuwarten. Aber da ich ein riesen Fan von der Ratchet & Clank-Reihe bin und fast alle Teile tatsächlich gespielt habe, und das will bei mir was heißen, muss ich hier halt wirklich sagen, dass ich mich darauf dann wirklich freue, und das wird wahrscheinlich auch eines der ersten Spiele sein, die ich mir dann für die PS5 holen werde. Okay. Wenn ich dann mal eine PS5 habe. Wenn wir aber irgendwann dazukommen.
Ja, und dann kannst du gleich weiterziehen. Spielerlebnisse der letzten Woche. Ja, Spielerlebnisse der letzten Woche würde ich jetzt hier auch die letzten 2 Wochen eigentlich sogar mit einbeziehen, weil es waren beide Wochen praktisch identisch. Es drehte sich bei mir praktisch alles ums Rennenfahren. Ich habe extrem viel Zeit in verschiedene Rennspiele gesteckt. Gut, okay, ich gebe es zu. Die eine Woche, da war auch noch die Eishockey-WM, die gerade zu Ende ging. Da habe ich dann auch natürlich noch ein bisschen viel Eishockey geguckt und habe da nicht ganz so viel gespielt. Aber wenn ich gespielt habe, dann habe ich mich immer irgendwie hinters Lenkrad gesetzt. Zwar nicht wirklich hinters Lenkrad, ich habe alles mit dem Controller gespielt, aber ich habe beispielsweise Project Cars, noch der erste Teil, auf der PS4 mal weitergemacht. Ich habe auf der PS3 noch ein altes Formel 1 mal wieder ein bisschen gespielt. Und ich habe bei WRC den 7. Teil mal begonnen. Bin da bei der WRC-Serie bin ich immer so ein bisschen hinten nach, weil ich glaube, jetzt kommt dann diesen Herbst kommt dann schon der 10. Teil raus. Ich spiele jetzt aber erst den 7., weil ich mir die Spiele meist erst hole, wenn sie im Sale sind, weil ich spiele zwar unglaublich gerne Rallye-Games, aber um da einen Vollpreis zu zahlen, jedes Mal, weil es kommt ja eigentlich jedes Jahr eins raus, wie bei FIFA oder bei NHL, da reizt mich dann nicht so sehr, aber ich will halt trotzdem alle Spiele spielen. Und dann bin ich jetzt beim 7. Teil und habe da auch schon die Karriere bald durch. Und Okay. ja, das war so ein bisschen das, was ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Und ich weiß natürlich aus unserer Vorbereitung auf diesen Podcast, dass bei dir zeitlich eher ein bisschen schlecht aussah. Aber hast du denn irgendwas gespielt? Auf dem Handy, da das Angry Birds. Ach, wie heißt es schon wieder? Da, wo du die Kugeln zerschießen musst. Dream Blast. Und sonst habe ich mal. Ich wollte einen Abend zocken. Ich war hundemüde, aber dachte mir, jetzt will ich endlich mal wieder was zocken. Hab mir kurz Rust angemacht, bin durch einen neuen Server gelaufen, bisschen Holz gefarmt. 10 Minuten später fliegt so ein Idiot über mich drüber, landet, erschießt mich und dann habe ich wieder ausgemacht. Und bin ins Bett. Dachte ich mir, nee. Wenn du schon mal wieder zockst und nach 10 Minuten endet das schon wieder, da, das ging nicht mehr. Nee, ich bin wirklich raus bei Spielerlebnisse. Ja, immerhin ein Erlebnis war ja noch dabei. Sehr, sehr, sehr ärgerliches zwar, weil ich kenne das natürlich auch sehr gut. Ich kenne das vor allem so bei Spielen, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Und dann denke ich mir so, ach ja, das spiele ich jetzt mal wieder. Und dann ist es ein Online-Spiel und dann betrittst du so das erste Spiel und dann triffst du gleich auf irgend so eine Nervensäge, die einfach nur dafür da ist, dass anderen der Spielspaß genommen wird. Dann ist es meistens auch schon wieder vorbei. Genau. Kann ich also gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich auch einige der Zuhörer, denke ich mal. Ja. Ja. Ja, da wären wir eigentlich dann schon so ziemlich am Ende angelangt. Da sind wir jetzt da angelangt, wo es wahrscheinlich nichts gibt. Also ich habe nichts bekommen zu der Antwort vom letzten Podcast, der schon länger zurückliegt. Ich leider auch nicht. Vielleicht hat das auch noch niemand gestört. Ich glaube, wir haben da doch gefragt, ob man schon mal von der Serverabschaltung betroffen war. Wahrscheinlich haben wir alles nur Zuhörer, die halt das nutzen, was da ist. Und wenn etwas weg ist, ja, dann geht man halt zum nächsten. Oder ist man wahrscheinlich schon längst zum nächsten gegangen, ohne dass ich jetzt unsere Zuhörer hier verurteilen möchte. Kann natürlich jeder so machen. Und auch mir ging es ja schon mal so, dass ich ein Spiel längst vergessen hatte und dann nur wieder daran erinnert wurde, weil dann eine News kam, dass die jetzt dann den Server abstellen. Da kann man sich dann auch nicht mehr beschweren, dass sie es abstellen. Ja. Ja, was denkst du? Wollen wir es nochmal versuchen? Wollen wir nochmal eine Frage stellen? Ja, klar, wir geben nicht auf. Geben wir nicht auf? Gut, weil die Frage, die ich mir überlegt habe, du weißt da noch gar nichts davon, weil ich habe es vergessen, in das Skript reinzuschreiben. Aber ich habe mir tatsächlich eine überlegt und wie könnte es auch anders sein, wenn wir schon das Thema Videospielmessen gehabt haben, wäre doch hier jetzt die Frage wunderbar angebracht oder nicht mal eigentlich eine Frage, sondern quasi wie eine Aufforderung, wenn da jemand schon mal ein spezielles
Messeerlebnis hatte, dass er uns doch davon berichten könnte. Und wo kann er das machen? Auf pixel-podcast.com. Fehlt noch was? Ja, ich glaube, wir sollten uns noch verabschieden. Ach so, da war ja was. Okay, ich bin zuerst dran. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Uns hat Spaß gemacht und tschüss. Ja, jetzt hat er sich da schön aus der Affiche rausgezogen. Jetzt muss ich mich da noch zum Abschluss verabschieden, aber das geht natürlich auch. Schön, dass du wieder bis zum Schluss zugehört hast. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Ich hoffe, bis zum nächsten Podcast geht es nicht ganz so lange mehr wie jetzt von der 16 zu 17, weil jetzt wird dann unser Podcast mit der 18. Folge endlich volljährig. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss.